Jetzt im Wald eine wunderschöne Moskitenkugel gefunden. Oh, richtig schön. Kennt ihr das Ding? Was ist das? Aha! Wie schön! Also das freut mich immer. Ein Reichsbrenning aus dem Kaiserreich. So, jetzt bin ich wieder in dem alten Wald. Was heißt alter Wald? Das ist eigentlich ein Industriewald. Aber trotzdem gehen da alte Wege durch. Da her, da hinten ist einer, der da komplett zugewachsen ist. Mal schauen, was wir da finden. Da ist der neue Weg. Den man auch schon freigeholzt hat. Also vielleicht auch ein alter. Mal schauen, was wir da finden. Es schaut auf alle Fälle interessant aus. Gut, dann bis zum ersten Fund. Also da habe ich ja beim letzten Mal eine Moskitenkugel gefunden. Eigentlich bin ich ja kein Waldgänger. Und finde wieder eine Moskitenkugel, aber eine getroffene. Spitze. Das ist ein sehr interessantes Signal. Ich glaube, das kann ich schon mit dem Pinpointer feststellen, wo das ist. Wahnsinn! Ja, jetzt habe ich den Ort wieder geändert, weil der Wald ist irgendwie doch nichts für mich. Und ich kann ja immer für den Winter noch aufheben. Da ist, glaube ich, im Wald besser. Jetzt gehe ich einmal mit der tiefen Sonde über eine Wiese, die ich schon abgekommen bin. Ja, schon richtig frostig alles. Die Sachen in meinem Kofferraum waren schon gefroren. Der Schnee ist nicht liegen geblieben. Ja, die Oma Hummel ist nicht die schnellste, ja. Ja, ich bin jetzt schon lange auf der Suche nach einem anderen. Der ist zwar spitze, aber irgendwie langsam. Ja. Thank you.
ist irgendwie ein kleiner Brand an dem Boden. Die ursprüngliche Straße, wo vorne bei meinem Auto ist, die war früher mal hier entlang. Ja, ist eigentlich auch interessant, wenn es so ist. Die führt auch da vorne in den Weg rein, in den Wald rein. Das ist doch mal ein interessantes Signal. Das kann man. 6 Zoll bedeutet
nehmen 10. Weil die Größe er mir sehr stabil anzeigt. Profiteil. Wenn das falsch eingestellt ist, findest du gar nichts. Nichts. Aber ich habe mich daran gewöhnt, aber es ist schon sehr kompliziert. Licht einschalten und Bodenabgleich machen. Und dann denken, man findet was, Pfeifendeckel. Ja, man hat mir gesagt, das ist die Technik von vor 15 Jahren. Ist halt so. Zeigt es mir jetzt da falsch an, weil da jetzt gleich der Kies kommt vom Weg. Denke ich mal, ja genau. Also bei stark mineralisierten Böden stimmt das nicht. Aber ich glaube, da ist richtig. Da hat er richtig angezeigt. Oder auch nicht. Noch das richtig angezeigt. Stückleis. Wieder ein Hufnagel. Ja. Ja. Interessante Alufolie. Das könnte was sein. Hier.
kann das sein? Ich tipp wieder Reichs- oder Rentenpfennig. Der ist jetzt nicht so gut beieinander, aber der ist von 1924 und ist ein Rentenpfennig. Super! Komprimierte Alufolie. Geh da vorne zu meinem Auto. Das sind jetzt noch 20, 30 Meter. Und dann mache ich Feierabend für heute. Hat sich ja richtig rendiert. 1,5 Stunden. Zwei schöne Münzen. Musketenkugel und an Erfahrung habe ich gewonnen. War in der frischen Natur, in der Natur, an der frischen Luft. Wunderschön. Aber ein Vorteil hat die Dunkelheit. Man kann sehen, der Pinpoint da an ist. Das war hoffentlich bloß Wurzel. Ja. Jetzt noch so einen richtigen coolen Fund. Ja. Beispiel ein cooler alter Nagel. Da habe ich jetzt ein Signal direkt neben der Straße. Wahnsinn. Aber ich habe ja auch schon tolle Sachen direkt neben so einer Teerstraße gefunden. Es ist ja nicht gesagt, dass das nichts sein muss. Schauen wir mal. Jetzt wird zum ersten Mal dieses Werkzeug verwendet. Also mit der Blackadder Schaufel habe ich nur beste Erfahrungen gemacht. Und ich habe jetzt die Schnauze voll, dass ich mir dauernd neue Schaufeln kaufen muss. Jetzt habe ich da mal was Gescheites gekauft. Ich glaube, da kann man eine Schatzkiste aufbrechen mit dem Ding. Also spitze. Schauen wir mal, wie sie sich verhält beim Kram. Ich muss sagen, seht ihr was? Muss ich eher da hingehen. Der erste Schraubverschluss haben wir schon. Spitze. Das war ja schon wieder spitze. Aber ich bin echt von Scheißdreck umgeben. Ich wollte eigentlich da von der Gülle weg. Aber das Signal muss ich haben. Stabiler geht es ja fast gar nicht mehr.
schneller geht's ja fast gar nicht mehr. Ein Stück Blech. So. Da haben wir ja schon was. Aufmachen. Das kann ich jetzt nicht sagen, was das ist. Der ist nicht kreisrund. Das kann jetzt vieles sein. Hochinteressant. Muss ich sauber machen? Werd's gleich sehen. Spitze. Was haben wir denn da? Ein Reichspfennig. Wenn ich es sauber mache, kann ja auch was anderes sein. Aber ich denke, Reichspfennig. Aus dem Kaiserreich. Spitze. Ihr wundert euch bestimmt, dass ich Handschuhe anhabe, nicht um meine Hände zu schonen oder sonst was, sondern weil es eiskalt ist. Gut, hallo. Ein kleiner Nagel. Gut, was ist das? Ja, genau. Da muss was dran sein. Wieder ein geschmiedeter Nagel. Dass die so einen guten Wert haben, oder ist es nur bei mir so? Alles klar.